Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Laber-Video meinerseits. Ihr seht es auf meinem Desktop, hier ist die Maus. Ich habe die Apple-Seite geöffnet, MacBook Pro. Das neue MacBook Pro, was vor gar nicht allzu langer Zeit vorgestellt wurde, mit Touchbar. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte jetzt lange wirklich überlegt, ob ich zu dem ganzen Thema überhaupt noch ein Video machen soll. Denn eigentlich hatte ich das ursprünglich vorgehabt, unmittelbar zur Keynote das Ganze zu machen, weil ich da, weil da waren die Eindrücke noch frisch und ich hatte wirklich überlegt, ob ich da drüber reden sollte oder nicht. Hab's dann doch erstmal gelassen, aber jetzt aus aktuellem Anlass und weil jetzt auch so nach und nach die einzelnen Reviews und Testberichte von unterschiedlichsten Quellen auftauchen, habe ich gedacht, ja, jetzt äußere ich mich doch mal noch zu diesem Gerät, weil auch ich dazu natürlich eine Meinung habe. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt wieder mal in Form eines solchen Labervideos. Ich versuche jetzt wirklich mal darauf zu achten, dass ich euch nicht wieder die Ohren blutig laber hier und keine Ahnung, die 20 Minuten sprenge. Deswegen, versuche ich da mal ein bisschen drauf zu achten. Ja, was gibt es zu sagen zu dem neuen Gerät? Also, ich möchte euch jetzt gar nicht mit technischen Details quälen, sage ich jetzt mal, weil ich denke mal, da habe ich jetzt gar nicht den Ansporn in diesem Video. Denn in diesem Video möchte ich euch eigentlich sagen, was ich von dem Ganzen halte. Also wir haben jetzt halt eine flache Tastatur, so wie bei dem 12 Zoll MacBook. Wir haben jetzt diese neue Touchbar, die Funktionstasten ersetzt, die man hier üblicherweise bei einem MacBook der älteren Generation oder auch bei dem 13 Zoll MacBook Pro, was es ja auch noch gibt, ohne Touchbar. Diese Touchbar ersetzt halt diese ursprünglichen Funktionstasten. Und das ist auch der Punkt, der mich in der Keynote, muss ich ehrlich sagen, mit am meisten begeistert hat. Was mich eher weniger begeistert hat, ist die Tatsache, man kann es hier sehen, USB-C bzw. Thunderbolt 3. Das ist ja jetzt grundsätzlich mal nicht verkehrt, aber es sind die einzigen Anschlüsse. Zwar vier davon, aber es ist so, dass man Stand heute, Ende 2016, einfach noch nicht so viele Thunderbolt 3 bzw. USB 3.1 ist es ja, glaube ich, Geräte oder USB-C Geräte hat. So, und was soll ich dazu sagen? Ich finde das halt schwierig. Mit dem iPhone 7 ist Apple schon sehr mutig gewesen und hat den Klinkenanschluss gestrichen, was sehr viele auch geärgert hat. Mich ärgert es auch. Ich kann das jetzt nach ein paar Wochen, wo ich das iPhone 7 selber besitze und nutze. Ich habe ja auch ein Unboxing dazu gemacht. Vielleicht kommt auch noch ein Review, ich weiß es noch nicht genau. Habe sowas noch nie gemacht und bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich das denn aufziehen könnte oder sollte. Jedenfalls, muss ich schon sagen, dass mich das teilweise doch nervt. Also noch nicht mal, dass ich jetzt den Klinkenanschluss nicht mehr habe, weil ich war mit den EarPods immer zufrieden und ob die jetzt einen Lightning oder einen Klinkenanschluss haben, ist mir eigentlich relativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre mit meinen Öhrchen da gar keinen großen Unterschied und von daher bin ich da sehr zufrieden und kann mich nicht beschweren. Aber ich schweife vom Thema ab, weil eigentlich möchte ich ja hier über dieses tolle MacBook reden. Und wie ihr seht, ich mache dieses Video hier gerade mit Monosnap, was ich ja letztens vorgestellt habe auf meinem Kanal und will jetzt in dem Moment einfach nochmal, also hier ist das entsprechende Video, möchte einfach nochmal die Software jetzt in diesem Video einfach auch nochmal testen. Da habt ihr da auch nochmal direkt zusätzlich ein kleines Monosnap-Testvideo, wenn man so will. So, aber zurück zum MacBook. Wie gesagt, um nochmal kurz aufs iPhone zurückzukommen, was mich eigentlich hauptsächlich stört, ist nicht wirklich der Wegfall des Klinkenanschlusses, sondern die Tatsache, dass man einfach nur noch einen Anschluss hat. Und es halt schon doof ist, wenn man sein Handy nicht parallel laden kann und gleichzeitig Musik hören kann, ohne wieder so einen bescheuerten Adapter da dran zu hängen, der natürlich wieder Geld kostet und so weiter und so fort. Und das ärgert mich dann schon ein wenig. Ansonsten muss ich aber wirklich sagen, abgesehen von der echt extrem beschissenen, sage ich jetzt einfach mal, Kratzerempfindlichkeit, dieses Diamantschwarz,
bin ich mit dem Gerät wirklich super zufrieden bisher. Und wie gesagt, vielleicht mache ich da noch was zu und dann werde ich da nochmal in einem detaillierteren Video vielleicht was zu sagen. Und wenn nicht, dann nicht. Dann habt ihr jetzt zumindest mal meinen kurzen Eindruck gehört. So, aber zurück zu dem MacBook. Wie gesagt, also wie beim iPhone auch, ist man jetzt hier hingegangen, hat auch sämtliche Anschlüsse, die es vorher gab, quasi gestrichen und durch vier USB Type-C bzw. Thunderbolt 3 Anschlüsse ersetzt. Interessanterweise, und das macht das Ganze mit dem iPhone irgendwie noch verrückter, gibt es aber ausgerechnet hier noch diesen Klinkenstecker. Und der Witz ist ja wirklich, wenn ich mir jetzt so ein MacBook kaufen würde, dann habe ich da meine Lightning-Kopfhörer, meine Lightning-Earpods, habe dann ein MacBook und kann diese Kopfhörer nicht mit diesem MacBook verwenden. Und bei dem MacBook sind auch keine eigenen Kopfhörer dabei. Also brauche ich auch da schon wieder einen Adapter. Genau wie für diverse andere Dinge, die ich gegebenenfalls an dieses MacBook anschließen möchte, wie zum Beispiel eine SD-Karte oder eine herkömmliche USB 3.0-Platte. Und ja, das ist einfach, ich weiß nicht. Also klar, für alles gibt es Adapter, die werden auch hier schön brav angeboten. Kann ich jetzt mal hier gucken, wenn wir hier mal durchgehen. Unter Zubehör müsste man das Ganze ja finden. Da sieht man schon einen der besagten Adapter. Ja, und wenn man jetzt mal hier guckt, wie viel diese... Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich musste mich gerade beherrschen, nicht ein bestimmtes Wort zu sagen. Weil wenn man jetzt hier mal sieht, wie viel diese Adapter kosten. Und selbst wenn ich jetzt nicht die von die Original Apple Adapter benutzen möchte, sondern irgendwas anderes. Also, ich weiß es nicht. Also irgendwie muss ich sagen, finde ich das suboptimal. Es ist schön, dass Apple so mutig ist und da versucht, in eine andere Richtung zu gehen und das Ganze jetzt wirklich mal komplett redesigned hat, aber ganz ehrlich, vielleicht ist das an der Stelle ein bisschen zu schnell. Also es wird mit Sicherheit irgendwann so sein, dass man das, was man jetzt standardmäßig nur mit USB 3 bekommt, in, ein paar Wochen, Monaten, meinetwegen auch Jahren, dann wirklich mit USB Type-C bekommt, dass immer mehr Handys auf diesen Anschluss setzen, dass vielleicht selbst das nächste iPhone auf diesen Anschluss setzt. Man weiß es nicht, alles Zukunftsmusik. Aber eben, das ist das Problem, es ist Zukunftsmusik. Und aktuell, wie gesagt, Ende 2016 sehe ich das persönlich einfach noch nicht. Und das ist halt schade, wenn ich für... Ich gehe nochmal gerade hier drauf, weil ich gerade die Preise jetzt doch nicht komplett im Kopf habe. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ich für diese sündhaft teuren Beträge, die man hier sieht, ein Gerät kaufe, was den Namen oder das Kürzel Pro im Namen trägt und ich dieses Pro-Gerät aber gar nicht nutzen kann, ohne mir einen ganzen Batzen an Adaptern dazu zu kaufen. Weil man muss ja auch so ehrlich sein, die Geräte, die es bisher gibt oder schon gibt mit diesen entsprechenden Thunderbolt 3 oder USB-C-Anschlüssen, die es da gibt, die sind ja auch nicht wirklich günstig. Also es ist definitiv günstiger, sich einen Adapter zu kaufen, um dann herkömmliche oder bisher normale Geräte, SD-Karten, Reader, was auch immer, USB, 3-Platten, keine Ahnung. Es ist günstiger, diese über Adapter anzuschließen, als sich jetzt entsprechend da Thunderbolt 3 Hardware zu kaufen. Und wenn man das jetzt noch da drauf rechnet auf den Preis, und wie gesagt, das, was man jetzt hier sieht, sind ja nur die Basispreise. Also da kriegt man noch keine dedizierte Grafikkarte. Man hat die Onboard-Grafikkarte und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass die unbedingt der wirkliche Burner sind. Also ich weiß es nicht. Und was soll ich dazu sagen? Also wie gesagt, ich habe lange überlegt, ob ich mich überhaupt noch zu dem Thema äußern soll, aber Es ist echt heftig, was Apple da gemacht hat. Das muss man schon einfach mal ganz krass so sagen. Bei aller Liebe für die Touchbar und ich finde das auch wirklich cool, wie das Ganze so in der Keynote funktioniert hat. Ich sag bewusst in der Keynote, weil jetzt muss ich ja erstmal zeigen, wie das Ganze dann im Real Life aussieht beim Anwender. Und ich finde das die Idee grundsätzlich cool, muss ich sagen. Aber neben dieser wirklich coolen Neuerung der Touchbar parallel oder gleichzeitig so viele Sachen wegzustreichen und auch immer weniger Upgrade-Möglichkeiten zu bieten. Ich meine, auf iFixit hat dieses Gerät einen Repair-Score von 1 bekommen und
Es ist halt auch so eine Sache. Also das Problem ist ja nicht nur der hohe Anschaffungspreis, den man jetzt hier sieht, sondern wenn man jetzt eben mit dieser Basiskonfiguration nicht zufrieden ist, dann muss man sich ja sofort am Anfang entscheiden, was man eigentlich am Ende letztendlich haben möchte. Und man kann nicht sagen, ich baue jetzt später eine SSD ein oder so und erweitere den RAM. Das geht alles nicht. Das heißt, diesen verdammt hohen Preis, den man jetzt hier zahlen muss, und das sind jetzt gerade die 13 Zoll Geräte, ich kann ja mal auf 15 Zoll gehen, da fängt der Spaß erst richtig an. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist heftig. Ich selber habe hier ein Mac Pro 2013, late 2013 stehen, wäre froh, wenn der auch mal upgegradet werden würde. Ja, ganz ehrlich, hallo Apple, denkt mal drüber nach. Und aber nicht, weil ich den Need dazu hätte im Moment. Ganz ehrlich, ich komme mit dem Gerät super klar. Der tut seine Arbeit, ist leise, mehr will ich nicht, sieht gut aus in meinen Augen. Und ist auch wirklich, da kann ich nur was tauschen. Ich meine, gut, die SSD hat einen speziellen Anschluss. Ich könnte nicht wirklich einfach irgendeine M2 SSD oder so da reinkloppen. Aber ich könnte sie rausnehmen und tauschen lassen von Apple oder wem auch immer. Es wäre möglich. Ich kann den RAM rausnehmen. Ich kann sogar die CPU wechseln, wenn ich ganz crazy drauf bin. Und ich weiß es nicht. Es ist natürlich klar, man sagt immer, ne, ein Apple-Gerät kauft man, das funktioniert und läuft und man hat eigentlich keine Sorgen. Aber trotzdem, die Anschaffungspreise sind verdammt heftig und das Geld muss man wirklich erstmal haben. Und ich habe diesen Mac Pro, das habe ich ja in meinem Unboxing seinerzeit auch gesagt, ja nicht neu gekauft. Ne? Also die Gelddruckmaschine habe ich auch nicht erfunden. Also wie gesagt, ich habe den Gebrauch gekauft, habe dabei wirklich sehr viel Geld gespart. Ich will jetzt gar nicht über Zahlen sprechen, aber Fakt ist, die Anschaffungspreise, die sind einfach zu heftig. So, und was ich jetzt auch nochmal zum Anlass nehmen wollte, überhaupt dieses Video zu machen, ist ein Tweet, den ich letztens mal gepostet habe, weil das hat sich einfach so ergeben. Ich war unterwegs an meinem MacBook Pro 2012, also Mitte 2012, und habe da mal ein Foto gemacht und einfach mal als Reaktion bei Twitter gepostet, eben zu diesen zu diesen neuen MacBook Pros. So, wenn man sich das jetzt hier mal anschaut, das hier, schaut mal genau hin. Das ist, wie gesagt, das MacBook Pro von 2012, Mitte 2012. Ich habe in diesem MacBook Pro eine SSD reingebaut, eine Samsung 750 Evo, die ich beim Prime Day dieses Jahr gekauft hatte. Ich habe den RAM aufgerüstet auf 16 GB. Offiziell unterstützt dieses Modell tatsächlich nur 8, aber ich habe mich vorher schlau gemacht, 16 gehen auch. Und jetzt habe ich hier ein mit 2012er MacBook Pro mit SSD, mit schnellem, nicht ganz so schnellem wie jetzt in den neuen Modellen, aber mit schnellem DDR3 Arbeitsspeicher, 16 GB. Und was soll ich sagen? Dieses Gerät, es läuft, es funktioniert. Ich habe darauf auch schon einige meiner Videos mittlerweile geschnitten für meinen Kanal und es läuft. Also ich hätte im Moment, das ist das, was ich eben auch zu dem Mac Pro gesagt habe, überhaupt nicht den Bedarf, überhaupt ein neues Gerät zu kaufen. Und wenn ich das jetzt sehe, ich habe hier den MagSafe-Anschluss. Warum streicht man den? Der war total praktisch. Ne? Wenn da jetzt jemand aufs Kabel getreten ist oder an dem Gerät vorbeigerannt ist, im Kabel hängen geblieben ist, wups, ging das Kabel ab, das Gerät blieb auf dem Tisch, nichts ist passiert. Jetzt hat man einen Stecker, der wieder fest im Gerät sitzt. Toll, ich kann an vier verschiedenen Stellen aufladen, aber es ist ein Stecker, der im Gerät steckt und man hat wieder das gleiche Problem, was man eigentlich in der Vergangenheit schon mal nicht mehr gehabt hat. Ich habe einen Netzwerkanschluss, ich habe hier sogar noch einen Firewire-Anschluss. Mein Gott, den braucht man nicht mehr, aber es ist halt so. Ich habe einen Thunderbolt 1, müsste das hier noch sein bei dem Gerät, USB 3, zwei Stück. Hier ist dieser SD-Karten-Slot, den wirklich die meisten vermissen, wenn man da mal so Tweets und Co. und so weiter liest. Ich habe einen Klinkenanschluss und ich habe hier auch, was ich auch total cool finde, diese LED-Anzeige, die mir sagt, wie voll der Akku ist. Das sind alles so kleine Gimmicks und Kleinigkeiten, die ich speziell an diesem MacBook, was ich ja auch quasi, ja, ich habe es noch nicht mal in 2012 gekauft, ich habe es später gekauft, auch wieder für weniger Geld. Also ich habe eigentlich für keins meiner Geräte, mal abgesehen von den iPhones, überhaupt den Originalpreis bezahlt, weil ich eben der Meinung bin, dass die Preise zu hoch sind. Und
ja, was soll ich dazu sagen? Auf der anderen Seite sieht man jetzt hier nicht, wäre noch das Superdrive und ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es einfach nur total krass und irgendwie schade, welchen Weg Apple da jetzt in der letzten Zeit gegangen ist. Also wie gesagt, mit dem iPhone, der radikale Wegfall der Klinke, mit dem MacBook jetzt der Wegfall diverser Anschlüsse und Ersatz durch USB Type-C Ports, die noch nicht mal richtig von allen Geräten bisher überhaupt unterstützt werden, beziehungsweise ein Anschluss, der halt noch nicht massentauglich ist aktuell, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja, dann auch diese krassen Preise, ich weiß es nicht. Und was mich auch gestört hat, und deswegen wollte ich mich eigentlich auch schon ursprünglich nach der Keynote direkt dazu äußern, immer noch kein neuer Mac Pro nach mittlerweile über 3 Jahren. Wie gesagt, ich bräuchte ihn im Moment gar nicht, aber ich denke halt auch an die Leute, die auf so ein Gerät angewiesen wären und mit den Hufen scharren und vermutlich jetzt doch irgendwann auf ein iMac wechseln oder vielleicht sogar auf Windows gehen oder sowas. Ich meine, Apple, wollt ihr die Leute nicht mehr als Kunden haben oder ich weiß es nicht. Ich finde es irgendwie kurios. Mac Mini, genau so ein Thema. Aber irgendwie scheint da der Fokus immer mehr auf die mobilen Geräte, also sprich iPad Pro, MacBook Pro jetzt dann und MacBook beziehungsweise aufs iPhone zu gehen. Ich finde es schade. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann auch die wirklichen Desktop Pro Geräte beziehungsweise Mac Mini ein Upgrade erfahren. Aber wer weiß, ob das jemals geschehen wird. So. Ich gucke auf die Uhr, es sind schon wieder 16 Minuten plus X und ja, ich denke mal, das sollte jetzt reichen zu diesem dritten Laber-Video. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu sehr genervt mit meinem Gequassel zu dem ganzen Thema, zu der ganzen Thematik. Wollte mich aber jetzt doch irgendwie, weil es mir eben wirklich in den Fingern gekribbelt hat, oder im Bauch gekribbelt hat, nochmal doch dann zu dem Thema melden und ja, wenn ihr Bock habt, schreibt Kommentare unter das Video, vielleicht können wir da ein bisschen drüber diskutieren. Wenn nicht, dann ist auch egal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten bis zum nächsten Video. Ich freue mich nämlich, diese Woche wird auf jeden Fall noch die nächste Loot Raider Box kommen. Und von daher, ich weiß nicht, ob das Video dann diese Woche noch kommt, aber es wird auf jeden Fall dann spätestens Anfang der nächsten Woche kommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören bei diesem kleinen dritten Laber-Video und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.